Das Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Heute mal wieder Freitagabends. Ich weiß, da gibt es ja immer die Soko Leipzig. Da haben wir uns mal wieder einen Schauspieler gekrallt sozusagen. Diesmal ist es kein Kommissar, sondern ein Familienmitglied eines Kommissars, nämlich vom Jan Maybach. Und wer fleißig zuschaut bei Soko Leipzig, der weiß, er hat einen Sohn, den Benny, und der wird gespielt von Maximilian Klaas, und den darf ich heute Morgen, sage ich jetzt mal, wir haben uns auf 10 Uhr verabredet, hier im Promi-Talk begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Hallo, ich grüße dich, hallo. Ich sage 10 Uhr, ist das früh für dich so um die Zeit, oder wie beginnt dein Tag sonst, wenn du jetzt nicht drehst? Mein Tag beginnt damit, dass ich um 6 Uhr aufstehe, dann irgendwann meinen Sohn wecke und ihn dann in die Schule bringe, und dann kann ich meine Sachen. So wie jetzt mit dir um 10 Uhr morgens hier in meiner Küche zu sitzen und zu schnacken. Sehr gut. Du bist geboren in Leipzig und natürlich auch aufgewachsen in Leipzig, und das passt eigentlich ganz gut. Ich habe gerade so zurückgerechnet, Soko Leipzig läuft jetzt das 23. Jahr oder die 24. Staffel vielmehr, gell? So prima Daumen ist es, genau. Und du bist eigentlich von Anfang an immer mal wieder in verschiedenen Episoden zu sehen gewesen. Genau, seit Folge 1. Mhm. Ja. Wahnsinn. Also, Mittag war 2000, vor 21 Jahren. Das ist ja ein halbes Leben. Wie wächst man mit der Rolle sozusagen zusammen? Wie ist das? Also ich glaube, ich bin ganz knapp an der, wie sagt man, parallelen Identität vorbeigekratzt, dass es eine psychische Störung werden könnte. es ist schon ein großer Teil meines Lebens. Klar, ich war 10 Jahre alt, als ich da anfing bei der Soko. Das war alles damals sehr, sehr aufregend. Und ich glaube, niemand hat gedacht, dass ich diese Rolle auch noch mit 33 Jahren spielen werde. Also so die ersten 10 Jahre, bis ich so 20 wurde, war ich halt in Leipzig Schüler und habe parallel eben auch die Soko Leipzig mitgedreht, aber jetzt nicht groß andere Sachen. Und als ich dann aber mit der Schule fertig war und überlegen musste, was ich jetzt so beruflich mache, ist mir irgendwie gar nichts anderes eingefallen außer Schauspieler. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wenn, möchte ich studieren unbedingt, und habe mich für ein Schauspielstudium beworben, wurde dann in Potsdam genommen, habe dann da studiert. Und ich würde sagen, seitdem, mit diesem abgeschlossenen Studium, kann ich mich auch wirklich, also habe ich diesen Beruf erlernt und gewählt und drehe auch andere Sachen und spiele Theater, aber eben auch noch die Soko Leipzig. Ja, genau. Andere Sachen, ich sehe es gerade hier so ein bisschen bei Wikipedia, sind da ziemlich viele Gastrollen in verschiedenen Serien gewesen, viele Sokos natürlich auch, oder Inga Lindström und so weiter und so fort. Also einiges. Und wo ich dich da neulich jetzt auch ein Bild gesehen habe, das war der hier. Oha! Was hat's mit dem auf sich? Weißt schon, wer. Was hat's mit dem auf sich? Das ist auch schon 10 Jahre her. 2013 habe ich das gedreht. Hatte ich eine Anfrage von dem US-amerikanischen Fernsehsender History Channel. Mhm. Und diese E-Mail werde ich nie vergessen. Da stand drin: we just found Maximilian Klaas and he just looks like Hitler and we would like to him to play young Hitler. Also auf Deutsch, wir finden, dass Maximilian ziemlich aussieht wie Adolf Hitler und würden uns freuen, wenn er den jungen Hitler spielt. Und ich war so, what? Hab natürlich erstmal ein Casting gemacht und so. Und das war eine aufregende Sache, weil ich habe 3 Wochen in Washington, Baltimore gedreht für das US-Fernsehen in so einem Doku-Fiction. Mhm. Ja, World Wars hieß das. Genau, da habe ich die Geschichte des jungen Adolf Hitler gespielt. Okay. Nie wirklich in Deutschland. Es lief irgendwie mal, glaube ich, auf N24 oder so. Mhm. Das ist ja auch schon ewig nicht mehr. Genau, das ist, glaube ich, jetzt dem deutschen Publikum sehr vorbeigegangen. Aber für mich war das eine ziemlich große Sache damals. Mhm. Und wie war so der Zuspruch von Amerika aus? Oder wie haben die drauf reagiert? Das weiß ich gar nicht, weil ich dann so wieder so weit weg war. Aber also das Arbeiten da war total toll. Das war irgendwie ganz anders als hier. Mhm. Das Gefühl, in Deutschland gehört es so zum guten Ton, dass man erstmal schimpft. Also wenn man jetzt ins Set kommt und sagt, boah, was für ein geiles Drehbuch und wie toll alles und so, dann wird man, glaube ich, nicht wirklich ernst genommen. Das ist eher so, man ist dann
intellektuell gut dabei, wenn man erstmal gut rumkritisiert. Und was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und in Amerika ist aber erstmal alles amazing, alles so great und you're so awesome. Okay. Und zugeben, das hat dazu geführt, dass ich irgendwie total frei spielen konnte. Ich so das Gefühl hatte, wow, wir finden alle das total toll, was wir hier gerade machen. Und dann gab es irgendwie keine richtigen Blockaden. Also mit Blockaden meine ich so, dass man im Spiel kurz unsicher ist und dann vielleicht nicht so auf Punkt irgendwie so seinen Gedanken hat, sondern das Umfeld war so watteweich am Set in Amerika, dass ich dachte, ja, cool, da lasse ich mich reinfallen und konnte da sehr Hitler sein. Den Sprung nach Hollywood, da hat es leider noch nicht gereicht dann. Da hat es noch nicht dazu gereicht. Nee. Ja, das kommt vielleicht. War kein Kinofilm, eben, das war ein Fernsehteiler. Ja, genau. Hätte ich mich natürlich gefreut, wenn es da irgendwie noch weitergegangen wäre, aber das ist in dem Fall nicht passiert. Jetzt hast du natürlich beide Seiten. Amerika-Serie und Deutschland-Serie. Gibt es Unterschiede? Also das, was ich gerade schon meinte, so in den Dreharbeiten gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Optisch oder wie meinst du? Also meinst du auch so von so am Set, wie es vom Ablauf her wird, gibt es da andere Rituale oder wie auch immer? Weiß es ja nicht. Ja, das war durchaus. Mittlerweile wird ja auch in Deutschland viel, oder jetzt gerade nicht, aber die letzten Jahre wurde viel, auch viele amerikanische Produktionen hier in Deutschland gedreht, wo, glaube ich, viele KollegInnen mal irgendwie auch mitgemacht haben und das, glaube ich, auch durchaus sagen können, das ist schon eine sehr, sehr andere Atmosphäre, das ist alles viel, viel größer. Es gibt für jede kleine Tätigkeit am Set irgendeinen Job, mit ganz vielen Assistenzen. Es ist, wie soll ich das sagen? Sehr durchgetaktet, sehr professionell. Es gibt oft zwei Units, also das sozusagen es zwei Regie-Teams gibt, zwei Kamerateams, die dann parallel, während das eine aufbaut, das andere dann schon wieder dreht und wenn die dann fertig sind mit dem Bild, dass dann die andere Unit wieder rein, während die wieder aufbauen. Also sehr, sehr durchstrukturiert, was auch ganz anders ist, dass der Produzent oft mit am Set ist, was in Deutschland eigentlich nicht ist. So. Der Produzent steht auch immer mit am Monitor neben dem Regisseur und gibt auch sein Ketchup dazu. aber es ist ein sehr, sehr konzentriertes und sehr harmonisches Arbeiten, also so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Und sehr, sehr gemeinsam, großes Team. Das ist in Deutschland auch so. Aber wie ich schon meinte, die deutsche Mentalität ist natürlich auch gerne manchmal so am Schimpfen und Meckern und was ich jetzt auch gar nicht ab- oder aufwerten möchte. Okay. Ja, kommen wir mal auf die Soko Leipzig. Also ich finde Soko Leipzig, auch durch das, dass es natürlich ein bisschen später ausgestrahlt wird als die anderen Sokos, sind natürlich auch die Fälle schon manchmal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gruseliger, aber doch ein bisschen strenger zum Teil. Und was auch das Schöne ist, dass einfach auch ein bisschen das Familiäre der einzelnen Kommissare ein bisschen immer mal wieder gezeigt wird, was bei anderen vielleicht gar nicht immer so der Fall ist. Bei dir, wie gesagt, man hat dich von Kind an sozusagen immer miterlebt. Jan Maybach war ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, immer so alleinerziehend. Ne? Und also da gab es dann schon auch die schwierigen Situationen auch mit dem Sohnemann zusammen immer wieder, ne? Genau, also wir haben eine sehr bewegte Geschichte zusammen, auf jeden Fall. Es fing damit an, dass der alleinerziehende Kommissar aus Köln kommend in Leipzig anreist und da diesen Job übernimmt. Also noch vorgegriffener ist ja die zweite Soko, die überhaupt entstanden ist. Und das war damals 2000, glaube ich, die Idee vom ZDF, auch den Osten Deutschlands im Fernsehen breiter sichtbar zu machen. Und deswegen kam man auf die Idee, sozusagen aus dieser Traditionsmarke Soko 5113 auch eine Ostsoko zu machen. Aber ganz so ostig durfte es dann doch nicht sein. Also kam quasi der aus Köln, sozusagen der Kommissar nach Leipzig. Und den hat man alleinerziehend gezeigt. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich vermute mal, dass es damals jetzt noch gar nicht so oft war, dass ein Mann alleinerziehend ist mit dem Kind. Und dann wurde auch die Mutter erzählt, damals gespielt von Julia Jäger. Ist auch zweimal, glaube ich, aufgetaucht in den 23 Jahren. und das war schon die Geschichte, die war irgendwie Model-drogenabhängig und in Mailand konnte sich irgendwie nicht so um das Kind kümmern
Und Jan Maybach hat das dann gewuppt, zusammen noch damals mit der Haushälterin, Hertha, mhm. gespielt von Hildegard Arnix. Mhm. Ich hoffe, ich habe es gesehen, weiß, wie es ihr geht. genau, dann wurde ich irgendwann jugendlich, dann fingen sie die Probleme an, dann konnte man die Figur Benny ganz gut mit so mit der linken Szene auch ein bisschen verknüpfen, Hausbesetzung, Rebellion und so. Und als dann diese ganze pubertäre Phase vorbei war, kam die Produktion auf die Idee, den Benny zum Rettungssanitäter zu machen oder in die Medizinrichtung zu schicken. Und das fand ich damals sehr spannend, diesen Weg, weil ich auch immer dachte, ja, was könnte der denn machen? Könnte der auch zur Polizei gehen oder Anwalt vielleicht? Ne? Das hat man aber auch irgendwie ganz oft, dass dann die Kinder von den Ermittelnden so in die Jura-Richtung gehen, was auch spannend gewesen wäre, weil ja auch erzählt wird, dass Jan Maybach ein Jurastudium hinter sich hat. Mhm. Aber sie haben sich für die Medizin entschieden, was ich ziemlich cool fand und ich finde, das lässt nach wie vor ganz viel offen. Also definitiv. Also er studiert Medizin, arbeitet aber auch als Rettungssanitäter nebenbei. Gibt ja auch die Pathologie, in die man da rein könnte. Richtig. Möglichkeiten, wo man Benny außerhalb jetzt sozusagen trotzdem noch Teil dieser Soko-Familie belassen kann, weil der süße kleine alleinerziehende Sohn bin ich natürlich nicht mehr. Nee, das nicht. Das stimmt. Erwachsener, junger Mann geworden. So ist es. Ja, 2023. Die Staffel hat jetzt wieder begonnen. Die 24. ist es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. 4 Folgen sind es, glaube ich, schon. Wann ist dein Einsatz für dieses Jahr geplant? Was darf man denn schon ganz grob mal verraten, um die Zuschauer heiß zu machen? Ja, es wird ein heißes Glühwein-Weihnachts-Special geben. Das darf ich, glaube ich, verraten, weil das wurde bestimmt auch schon bekannt gegeben. Das wird so um die Weihnachtszeit laufen. Ich vermute mal kurz vor Heiligabend. Natürlich wie gewohnt am Freitagabend. Und da werden viele bekannte Soko Leipzig Familiengesichter auftauchen. So. Okay. Also wiederum schön familiär und vertrautes sozusagen zu Weihnachten. Genau. Mit der nötigen Krimi-Spannung. Das ist natürlich, die gehört natürlich auch dazu, ganz klar. Ja, das wird ganz stark den Toten geben. Und für dich ist das völlig okay, wenn du so ein, zweimal in einer Episode dann oder in einem Film sozusagen zu sehen bist? Oder wäre es für dich auch mal so eine durchgehende, längere Serie auch was, grundsätzlich? Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich liebe es einfach zu spielen. Mhm. Und mehr ich die Möglichkeit habe zu spielen, desto mehr freue ich mich natürlich. Und natürlich würde ich auch gerne öfter bei der Soko dabei sein, aber es ist ja vordergründig eine Krimiserie und natürlich ist sie deswegen auch was Besonderes, weil sie eben diese familiären Stränge auch hat. Nun sind es aber auch 4 Kommissare, die Familienleben haben. Aber es stimmt schon, das Familienleben von Jan Maybach könnte mal wieder etwas intensiver erzählt werden. Richtig, genau. Ja, da gibt's ja dann noch deine, in Anführungsstrichen, Stiefschwester. Genau, richtig. Also ja, richtige Figur. Hm. Und den Opa oder den, ja. Genau, den Hajo gibt es auch noch. Hajo, genau. Ja gut, ich meine, irgendwann musste er natürlich in Ruhestand gehen, weil sonst wird es ja nicht mehr so ganz glaubhaft, glaube ich, ne? Wenn er dann mit 70... Also auch wenn, ich glaube, es ist bei der Figur Hajo gerade so ähnlich mit Benny. Also die Fans haben die Figuren im Herzen und wissen sie sozusagen auch erzählt, glaube ich, ohne dass sie sie jetzt jedes Mal sehen. Ja, ja, richtig. Ich bin mal Teil des Familienlebens. Aber klar, es ist natürlich auch ein Krimi und können das nicht in jeder Folge irgendwie ein Familienabendessen erzählen. So ist es. Dann Theater, da stehen auch ein paar Produktionen auf Wikipedia zumindest. Die Theaterbühne, wann besuchst du die wieder? Ende des Jahres in München. Habe ich jetzt gerade zugesagt, dass ich im November beginnen die Proben und im Dezember sind die Premierentermine in so einem kleineren Privattheater in München, das heißt Hoch X. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich mit dem Regisseur und mit der Dramaturgin auch schon ein Stück in Baden-Baden gemacht habe vor 2 Jahren. Mhm. Das war eine Solo-Performance. Die ging 4 Stunden lang und es haben Leute tatsächlich ertragen, mich 4 Stunden alleine auf der Bühne zu sehen. Und das war eine ziemliche Herausforderung und das war eine ganz tolle Arbeit. Und ja, das macht total Spaß, weil man sich da so ganz, ganz anders auch künstlerisch irgendwie ausleben kann. Und ich finde vor allem,
Das Tolle bei Bühne ist, dass man ja wirklich diesen Figurenbogen live erlebt und spielt. Also beim Film gehört ja wirklich auch ganz viel Fantasie dazu, wenn man ganz oft das Ende vor dem Anfang dreht und immer in Schnipseln natürlich, weil wir ja natürlich nicht den Film live drehen, sondern da, wo wir gerade sind. Also jetzt ein Beispiel, Kommissariat wird natürlich dann am Stück gedreht. Mhm. So, also das nennt man motivabhängig. Und also strickt sich dann der Drehplan. Deswegen beim Film gehört dann ganz viel Gedankenarbeit auch dazu. Ah, wo stehe ich jetzt, wenn ich jetzt das und das irgendwie erlebe in der Szene? Ich habe ja das und das gehabt, weiß man noch gar nicht, weil ich es als Max noch gar nicht erlebt habe, weil wir es noch gar nicht gedreht haben. Was auch wahnsinnig spannend ist, dass dann auch wieder sozusagen von außen, von der Cutterin oder von dem Cutter dann zusammengeführt wird, dieser Figurenbogen, die man selber irgendwie spielt und in seinem Gehirn zusammenbastelt und mit den Kollegen. Und auf der Bühne ist es halt so, man spielt es durch. Mhm. Und das ist da auch, ist dann, da heißt dann Life is Life, ne? Life is Life, genau. Sehr gut. Ja. Soweit mal da dazu. Social Media müssen wir jetzt natürlich auch mal fragen. Wie bist du da zugange? Bist du da auch anzutreffen? Nutzt du es? Klar, es gehört dazu heutzutage. Ja, ich bin bei Instagram. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht der absolute Oberinfluencer. Also ich nutze das als reine Werbeplattform für Schauspielpersonen. Also heißt, wenn ich irgendwie, also vor allem, wenn Projekte laufen, dann mache ich die Stories, dass jetzt der Film läuft oder das Theaterstück. Aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der seinen Cappuccino irgendwie täglich postet oder also private Sachen auf gar keinen Fall. So wie es Herr Markus Söder zurzeit macht, jeden Tag sein Lieblingsessen, ne? Echt, ist das so? Ich folge Markus Söder nicht. Ich vermute, heute trinkt er ein Bier. Genau. Nee, gestern hat er von der Wiesn aus hier sein Händel gezeigt. Ne? Genau. Ja, nee, klar, also man muss es bedienen teilweise, gerade auch für die Fans, glaube ich, die verfolgen einen da schon. Speziell. Das macht ja auch Spaß, ist ja auch, man kriegt ja auch Rückmeldungen. Es ist ja total herzerwärmend manchmal, was Leute einschreiben. Sowohl in privaten Nachrichten als auch als in Form von Kommentaren unter Bildern und so. Das ist ja auch schön, weil das ist ja das, was man, wenn man hauptsächlich Film und Fernsehen macht, ja gar nicht hat, diesen Kontakt zum Publikum. Auf der Bühne ist es natürlich halt eine direkte Resonanz, oder sieht sich danach mal vor dem Theater oder so. Das ist schon auch da haben es manchmal die Musiker ein bisschen einfacher. Die sind doch noch ein bisschen näher am Volk dran. Hättest du ja eigentlich auch werden können, oder? Mit dem Chor Hintergrund sozusagen. Ich hätte vor allem total Lust drauf. Ich krieg's nur irgendwie nicht gebacken. Ich würde total gerne Musik machen. Das war an der Schauspielschule ganz toll. Da haben wir immer so Chansonabende gemacht. Und das war immer mein Highlight im Studium. Mhm. Diese Liederabende. Und ich hatte auch mal irgendwann, als ich noch in Berlin gewohnt habe, so ein Projekt gestartet mit einer eigenen Band. Aber das kam nie zum Auftritt. Und das war eher wir jammen mal ein bisschen zu Hause. Mhm. Aber interessant, dass du jetzt drauf kommst, weil dieses Jahr feiert der Gewandhaus Kinderchor, in dem ich war, 50-jähriges Jubiläum. Und es gibt zu diesem Anlass ein großes ehemaliges Konzert. Und da habe ich mich auch zu angemeldet, da bin ich auch dabei. Das ist Ende Oktober, das ehemalige Konzert im Gewandhaus. Und das Coolste an der Sache ist, es gibt sogar ein Chorlager. Das war immer wirklich meine ganze Jugend, Winterferien und Herbstferien waren immer Chorlagerzeit. Das war großartig. Das war wirklich, natürlich neben den Chorproben habe ich auch einfach da mit meinen Freunden unsägliche Abenteuer erlebt. Wirklich von, also auch wagemutige, todesmutige, mit eisige Straße runter und plötzlich kommt ein riesen Jeep um die Ecke und wir konnten nicht bremsen und so. Und ich bin auch meine Kehrgrube gefallen mit dem Schlitten und so. Also ganz viele schöne Erlebnisse und jetzt so mit 33 dann nochmal alle zusammen im Chorlager, stelle ich mir irgendwie lustig vor, ich freue mich drauf. Wie ein Klassentreffen sozusagen, ne? Ja, sozusagen, ja. Was war dann so euer Repertoire? Was habt ihr gesungen? Mehr die Klassik oder gab es auch so die volksnahen Lieder sozusagen? Tatsächlich sehr, sehr gemischt. Also es gab Leipziger wissen das, ist immer die Tradition, die Neunte Sinfonie an Silvester. Klassischer geht's nicht. Sozusagen die Neunte Sinfonie, da eine Stunde lang oben in der Empore sitzen und dann soll der Ton ganz hoch
rauskommen. Klar, auf jeden Fall haben wir Messen gesungen, wir haben klassische Konzerte gesungen. Wir waren aber durchaus modern unterwegs. Wir hatten auch Chorreisen nach Kanada und Estland, haben internationale Volkslieder gesungen, gospelige Sachen, und haben aber auch so Singspiele gemacht. Das war damals Premiere quasi für den Chor. Ich glaube, mittlerweile ist das Tradition. Und da hatte ich damals auch das große Glück, die Hauptrollen zu bekommen. Das war so meine erste richtige Spielerfahrung auf der Bühne auch. Ja, das hat mich auch total geprägt. Und das war eigentlich auch so meine erste richtige Ausbildung. Es war total toll und hatte auch so Solo-Auftritte in so großen Konzerten vom Gewandhaus. Jetzt unabhängig vom Chor hatte der Herbert Blomstedt damals mich rausgepickt. Weil es waren eh wenig Jungs. So, klar, Jungs sind nicht lange Kinderstimmen, weil dann irgendwann ein Stimmbruch kommt. Und ich bin aber spät in Stimmbruch gekommen und war Sopran 1 und konnte irgendwie unfassbar hoch singen. Das waren Tonlagen, die ich jetzt heute nur noch mit Pfeifen hinkriege. Ich war manchmal ein bisschen traurig, weil das war schon so, der Körper konnte was, was er irgendwie dann nicht mehr konnte. Und da hatte ich das große Glück, dass ich da echt auch so bei so ganz großen Konzerten Solos gesungen habe. Mit dem großen Gewandhausorchester und 4 professionellen Sänger und Sängerinnen. Das war sehr aufregend damals. Gab es auch eine Soko Leipzig-Folge übrigens, da wurde das auch so gedacht. Ich glaube, das war die 2., 3. Staffel oder so, dass Benny auch im Chor singt. Und da gab es 2 Folgen irgendwie mal, wo ich auch singe und auch im Solo singe. Das war 2. Staffel, ich überlege, die Folge hieß Schuld ohne Sünden. Nee. Familien. Ja, eine Liebe für Jan. Also, bei YouTube gibt es bestimmt. Ja, denn YouTube taucht einiges immer wieder auf, das stimmt, wo man gar nicht mehr dran denkt, ne? Ganz klar. Und welche Musikrichtung wär's denn heute, wenn du jetzt loslegen könntest, dürftest? Ja, vielleicht hapert's schon daran, dass ich nicht mal das weiß. Also ich bin ein ganz großer Fan von Reinhard Grebe. Viele kennen das Lied Brandenburg. Und Brandenburg ist wieder jemand voller die Allee geburt. Es gibt auch viele, viele andere tolle Sachen. Okay. Ich glaube, so eine Richtung macht mir auf jeden Fall schon mal Spaß zu covern, aber solche Texte auch zu schreiben, das kann halt auch wahrscheinlich nur eine Grebe. Aber so die Richtung würde mir, glaube ich, gefallen. Ja. So Geschichten wieder. Okay. Die viele Assoziationen erwecken. Mhm. Instrument hast du keins erlernt oder spielst du keins? Also ich weiß, wie man ein Klavier bedient. Und mal gut. Wenn du jetzt sagst, Max, studier bitte bis in 4 Wochen dieses Lied ein, dann würde ich mir das durchaus zutrauen. Aber wenn du mir jetzt sagst, kannst du mir jetzt was vorspielen, kriegst du nicht hin. Alles gut. Nee, wollen wir auch gar nicht. Muss jetzt gar nicht. Aber vielleicht können wir es ja mal irgendwann mal nachholen dann. Ne? Ja, ich brauche auf jeden Fall einen. Also wenn hier irgendjemand zuschaut, der auf der Suche nach einem Sänger ist, gerne melden. Okay, also kann man noch was machen mit dir. Okay. Sehr gut. Ja, jo. Das Wort, ich würde auch gerne mal in so Musikfilme spielen oder in einer Rolle singen. Also, Machbar vieles, genau, okay. Wie sieht's für, ja, wenn wir schon ein bisschen in die Zukunft schauen, für nächstes Jahr aus? Was gibt's für Pläne? Gibt's größere Rollen oder auf was freust du dich für die Zukunft? Ich habe auch recherchiert und du kommst aus Reutlingen, oder? Stimmt das? So ist es. Ich drehe ab Ende September in Reutlingen. Echt? Ja. Für einen, wie ich finde, sehr guten, also der ist ja noch nicht entstanden, der Film, aber das Buch verspricht schon mal Großes. Glaube ich, wird einer der guten Fernsehfilme für den SWR, also ARD-Fernsehfilm, mit dem Titel Geschmolzene Scherben. Da habe ich eine ziemlich coole Rolle drin, die mir sehr gefällt, was ich auch so noch nie gespielt habe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dafür irgendwie gefunden wurde. Und ich verrate jetzt einfach nicht viel oder einfach gar nichts. Aber genau, das ist so mein nächstes Projekt, da freue ich mich sehr drauf. Und ab Januar weiß ich noch gar nicht so genau. Aber ich habe auf jeden Fall schon vernommen, dass die Soko Leipzig eine Rolle spielen wird. Wie groß, das weiß ich nicht. Aber dieses Jahr habe ich jetzt gar nicht in Leipzig gedreht, 2023. Aber dafür vielleicht dann nächstes Jahr wieder etwas mehr. Wieder etwas mehr. Aber wie gesagt, wenn du in Reutlingen bist, melde dich bitte unbedingt. Ja.
Vielleicht reicht sogar irgendwie auf einen Kaffee oder ein Bierchen oder was auch immer. Ja, gerne. Ich, also, ehrlich, Reutlingen ist nicht besonders groß, oder? Das heißt, man kann sich da gut über den Weg laufen. Oder? Durchaus, durchaus. Also es ist jetzt ja nicht Berlin, es ist nicht Stuttgart, also es ist ein bisschen überschaubarer, sagen wir mal. Ne? Genau. Ja. Wunderbar, das freut mich. Also dann sehen wir uns da. Vielleicht, vielleicht machen wir eine kleine Fortsetzung oder wie auch immer. Schauen wir mal. Ja, lass uns dranbleiben. Da bleiben wir in Kontakt. Dann haben wir doch schon einiges erfahren und vielleicht sehen wir den Maximilian tatsächlich in Reutlingen. Das, ja, ich freue mich. Ich freue mich drauf. Spaßig. Ja, ja. Das ist ja wirklich ein schöner Zufall jetzt, oder? Genau, wie sagt man so schön, so klein ist die Welt immer wieder, ne? Ja, ja, das war, ja, letztes Jahr habe ich auch in der Nähe von Reutlingen gedreht. Okay. Das wird auch ein spannendes Projekt, glaube ich. Das, ich weiß aber nicht, wann das kommt. Das kommt irgendwie einfach nicht. Aber das Mein Traum, meine Geschichte heißt es. Das soll, glaube ich, auch im Kika laufen. Es wird eine Kinderserie über besondere Persönlichkeiten, die als Kind. Und dann wird es eine Folge geben über Thor Heyerdahl. Das war ein norwegischer Entdecker. Mhm. Viele ältere Semester kennen ihn vielleicht. Genau. Und, jüngere Semester eben nicht. Und deswegen ist die Serie sehr wichtig, weil das ein sehr spannender Typ war. Und da habe ich eine sehr abgefahrene Rolle. Da spiele ich so einen Waldschrat, der dem Thor das Leben beibringt. Okay. Und das habe ich auch da in Baden-Württemberg gedreht und habe mich mit Tabu gefühlt und dachte, ja, da kann man gut arbeiten. Ja, sehr schön, freut mich. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, dir herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben uns schon jetzt ein bisschen was erfahren und wer noch mehr wissen möchte, schreibt einfach in die Kommentare und dann machen wir mal hier ein kleines Zuschauerfragen-Folge sozusagen. Kann ja sein. Ja. Und dann viel Erfolg mit der Soko, Soko Leipzig. Soko Leipzig einschalten unbedingt. Jeden Freitag 21.15 Uhr und die Specials um die Jahreswende nicht vergessen. Die sind auf alle Fälle lohnenswert, denn da ist Maximilian dann zu sehen. Hm. Okay. War sehr schön. Hat mich gefreut. Dir alles Gute. Weiterhin viel Erfolg und bis zur nächsten Ausgabe. Danke, ebenso. Bis dann, mach's gut. Ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.